Also jetzt filetieren wir mal zwei Arten von Fisch. Einmal dann den Plattfisch, in dem Fall einen Steinbutt und hier eine Mittelmeerdorade. Ausgenommen ist sie schon, so bekommt man sie in der Regel auch beim Fischhändler. Für die Qualität wäre es hier auch vielleicht nochmal schön zu sagen, also die hier hat zum Beispiel wirklich richtig tolle, klare, feste Augen und der ganze Fisch hat einfach einen schönen Glanz und zeigt uns somit, dass er absolut frisch ist. Wichtig ist beim Filetieren aufpassen, bei Dorade oder Wolfsbarsch, die haben viele, sag ich mal, Stacheln, also klar hier an den Flossen, die sind spitz, aber auch ganz wichtig ist, wenn man jetzt hier oben den, sag ich mal, den Rückenkamm, die Rückenflosse aufstellt, das sind richtig spitze, dornartige Stacheln, also wenn man die sich reinrammt, das tut nicht nur höllisch weh, sondern man hat da ganz schnell auch eine Lymphknotenentzündung, deswegen da immer aufpassen, entweder abschneiden oder einfach vorsichtig hantieren. So, also ich schneide eigentlich immer so hinterm Kopf und hinter der Flosse einmal so ein, drehe mir dann die Dorade und hier an der Rückengräte, wo ich gerade gesagt habe, mit den Stacheln, schneide ich jetzt entlang. Das hört man dann auch. Falls ihr den Fisch auf der Haut braten wollt, müsst ihr ihn natürlich davor schuppen. Schneidet runter bis zum Schwanz, mach hier einen Cut. Genau, mach hier einen Cut. Also wie gesagt, wenn man davor häuten will, den Fisch mit der Haut essen will, dann einfach schuppen. Jetzt gehe ich hier mit dem Daumen so ein bisschen rein und sehe schon hier praktisch die Gräte. Man kann jetzt praktisch mit der Messerspitze mich einfach vorarbeiten erstmal. Also das kann auch wirklich dann wirklich auch jeder Nicht-Geübte sehr gut, weil erstens hört man sofort dieses, das ist praktisch das Geräusch, dass ich auf dem richtigen Schnitt bin. Und so arbeite ich mich jetzt einfach erstmal durch. Da mache ich einen festen Schnitt und ziehe schon mal durch, dass ich es anheben kann. Kann mich auch auf der anderen Seite vorarbeiten. Ja. So, schön an der Gräte. Dann kann ich wirklich kein Gramm Filet herschenken. So, dann löse ich mir das auch hier oben weiter aus. Und ihr seht, die ist wirklich komplett frei. So, dann drehe ich den Fisch um, gehe einmal mit so einem Cut runter, nehme ihn jetzt hier hinten an der Schwanzende und ziehe praktisch den Fisch auf der Gräte zu mir, bis zum Kopf hoch. Dann ist das Filet fast draußen. Brauchen wir hier noch einen Mittelmeerschnitt, Rücken-Mittelstück-Schnitt und dann habe ich das Filet draußen. Dann gehe ich einmal mit dem Messer hier hinter die Gräte, halte es ein bisschen flach, ziehe mir hier praktisch die Innereien und alles weg. Auch am besten schön flach schneiden, dass ich so wenig wie möglich im Fisch verschenke. Und auch hier dann einmal abcutten. Und hier an der Seite. Und somit ist das Fisch filetiert. Der Fisch filetiert, habe ein wunderbares Filet, den Fisch filetiert habe mit dem Löffel. Das Fleisch von der Rückenflosse, also in dem Fall ist es wirklich nicht viel, weil er gut filetiert ist, einfach abschaben und aus dem kann man wunderbar dann Tatar machen. Ob jetzt beim Lachs oder jedem anderen Fisch geht das dann wunderbar. Für unseren zweiten Fisch haben wir jetzt praktisch hier einen Plattfisch, in dem Fall den Steinbutt. Qualitätsmerkmale eigentlich dieselben. Steinbutt hat meistens auch noch eine ziemliche Schleimschicht drauf, das muss aber auch so sein. Das zeigt dann auch nur, dass der Fisch frisch ist. In dem Fall, ich habe ihn jetzt schon gewaschen und trocken getupft. So, beim Steinbutt ist es jetzt so, da haben wir vier Filets, nicht wie bei Dorade oder Wolfsbarsch oder Lachs, zwei. Wir haben also zwei hier oben, zwei auf der Rückseite. Und da mache ich es so, der hat hier eine schöne Mittelgräte. Da schneide ich dann auch einmal ganz gerade vor, von Schwanz bis Kopf. Dann hier ist praktisch die Einkerbung, wo praktisch die Innereien drin sind. Da schneide ich einmal so drumrum. Hier am Saum, wo die Flossen sitzen, schneide ich auch entlang. So, dann haben wir praktisch den ersten Step schon gemacht. Jetzt muss ich hier wieder genau dasselbe machen. Gehe mit dem Daumen ein bisschen rein und schneide auf der Gräte. Immer auf der Gräte. Und schon komme ich an das Filet. Und so mache ich das jetzt praktisch den ganzen Fisch. So. Einfach mit der Messerspitze durchschneiden. Dann einfach der Cut. Noch jetzt habe ich in dem Fall hier ein perfektes Filet. Und dann hier einfach die Blase raus. Und was jetzt noch ganz genau zuputzen will, schneidet man den Saum noch weg. Das wäre jetzt in dem Fall aber auch kein Problem. Einfach dann abtrennen. Desto größer der Steinbutt natürlich, desto größer das Filet. In dem Fall ist es jetzt ein kleines, weil es auch ein kleinerer Steinbutt ist. Und das Ganze machen wir viermal. Falls man Haut abziehen möchte,
kann man einfach ans hintere Schwanzeck gehen. Das jetzt mal schauen, was wir hinkriegen bei dem Kleinen. Messer umdrehen, hinten greifen und einfach abziehen und dann hat man nur noch die Haut übrig.